Moin Moin und willkommen zurück zu Project Zomboid. So, in der letzten Folge hatten wir ja so ein kleines Katz-Maus-Spiel hier gehabt in der Nachbarschaft, was ich ehrlich gesagt ziemlich gut finde, weil mich das immer wieder daran erinnert hat, an die Tatsache, wie wir so ein bisschen auch zu spielen haben, ja. Also ich muss tatsächlich, ich hatte jetzt auch genug Zeit, um mich ein bisschen mental nochmal drauf vorzubereiten, wie man am besten jetzt in diesen Einstellungen eventuell, ich muss das wirklich sagen, eventuell spielen könnte. Und zwar bin ich zu der Erkenntnis gekommen, wir greifen auf jeden Fall auf alte Mittel, das ist ja nicht mein erster Project Zomboid Run, wir greifen auf jeden Fall auf alte Mittel zurück. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Auf alte und neue Elemente. Und mit neuen Elementen meine ich ganz einfach, ich sehe gerade unsere, ist ja auch nicht schlecht. Ja, wir haben anscheinend keine Waden mehr, gut. Mit neuen Elementen meine ich, wir müssen agil werden oder sein. Wir müssen flink sein, wir müssen schnell sein. Wir müssen uns beim Kämpfen sehr oft umgucken, dass da nichts von hinten kommt und all solche Scherze, müssen aber auch zugleich den Spagat schaffen, dass wir leise auf Zehenspitzen unterwegs sind, wenn wir plündern wollen und alles, ja. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, den Spagat da hinzubekommen, das wird nicht leicht werden. Aber ich sag mal so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dieses Gameplay jetzt hier, das wird mich nicht, also nicht so schnell in die Knie zwingen, mit Sicherheit nicht. Mein Charakter hatte letzte Nacht Muskelkater. Der Muskelkater war allerdings nicht so doll, dass ich jetzt sagen müsste, ich müsste einen Tag im Haus verbringen. Das heißt im Umkehrschluss für uns, wir werden jetzt zusehen. Ich war auch fleißig in dem Punkt. Ich habe den Abend gestern damit verbracht, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen gelesen habe und hier Metallbearbeitung auf jeden Fall auch. Die beiden Komponenten, das soll es auf jeden Fall sein, dass wir die auf jeden Fall hochgeboxt bekommen. Und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Tat über und sehen zu, dass wir ein bisschen mit Metallbearbeitung leveln, Leute. Weil ich habe mal so geguckt, in den ganzen Staffeln bis jetzt, ja, in den ganzen Staffeln habe ich nicht ein einziges Mal in irgendeiner Form großartig bin ich nicht großartig auf Metallbearbeitung gegangen. Und das möchte ich ändern, Leute. Das möchte ich dringend ändern, vor allem für unser Vorhaben, was wir mit der Base, machen wollen, die wir uns sozusagen im Norden der Stadt so ein bisschen erstritten haben. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ran. Wir nehmen auch hier die Lötkolben auf jeden Fall. Haben wir noch welche dabei? Wir brauchen nämlich ganz schön viele. So, schauen wir doch einfach mal, wo ich jetzt was reingepackt habe. Schweißerstäbe werden wir noch nicht brauchen. Die dürften später zum Einsatz kommen. Wir haben immer noch Strom, das gefällt mir. Einfach mal gucken, was wir jetzt so... Da ist noch eine Schweißermaske drin. Ich brauche Lötkolben, Leute. Ich brauche Lötkolben. Schauen wir mal hier nochmal rein. Das einfach, das kommt dabei, meine ich, so ein bisschen Ordnung müsste, muss eigentlich schon sein. Weil dann stehen wir nämlich genau von diesem Dilemma jetzt hier, dass wir jetzt gucken müssen und suchen müssen, wo jetzt was ist. Ja. Aber gut, meine Ordnung halt, da gebe ich auch nur mir selbst die Schuld für. Das gibt's doch nicht. Haben wir nur zwei Lötkolben? Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Pass mal auf. Dann nimmst du dir jetzt einfach, bevor wir jetzt hier noch großartig rumoxidieren und machen, nimm mal bitte den Propangastank, nimm mal bitte mit. Ihr seht selber, Gewicht 0,1. Hat einfach damit was zu tun, weil wir hier die, hier steht es ja sogar da unten. Diese Mod da unten benutze ich, die in blau, wenn ihr auf den Propangastank da schaut. Die Mod Building Material Weight Reduction heißt diese. Da könnt ihr Baumstämme, Metallplatten, Propangastanks, das könnt ihr alles, das Gewicht von den Teilen ist mega wenig. Da könnt ihr super, super, super viel mitnehmen davon. Und ich würde mal sagen, pass mal auf, füll mal bitte die Lötkolben auf. Ich glaube, die sind sogar schon aufgefüllt, oder? Ja, die sind zu 100% voll. Wir haben den Tank hier als Reserve dabei. Wunderbar, pass auf, dann setzt dir die Schweißermaske auf. Wir haben 13.50 Uhr. Wir müssen tatsächlich sogar noch ein bisschen was essen, sehe ich gerade. Denn wir müssen ja auch wieder zunehmen. Das ist nämlich das nächste Übel. Ja, komm.
Dörrfleisch geht immer. Hau dir rein. Hier haben wir noch Erdnussbutter. Geht auch. Und da dürften wir kalorientechnisch eigentlich ganz weit vorne sein wieder. Sauber. Wie sieht's mit dem Trinken aus? Hier haben wir noch eine Sonnenbrille. Achso, doch, die mussten wir abnehmen. Alles gut, alles gut. Meine Mütze musste ich auch mit abnehmen. Hier haben wir noch zwei Wasserflaschen da drin. Wie sieht's aus? Oh, okay, aber macht nichts. Da können wir in die Firestation fahren und können uns daran bedienen. Müssen jetzt hier nicht zwingend von unserem Außenposten ständig zehren. Ich bin gespannt und des Weiteren hatte man mir geschrieben, ja, schade, dass du wieder in Louisville gespawnt bist. Ja, ich bin wieder in Louisville gespawnt, glücklicherweise. Aber, Leute, es ist hier wirklich alles offen, das muss ich dazu sagen. Ich entscheide mich nicht für Louisville. Ich war von Anfang an dagegen irgendwo, dass wir direkt in Louisville spawnen. Weil Louisville hat so ein bisschen für mich Late-Game-Charakter. Ist einfach so. Erfahrene Zomboid-Spieler werden mir da irgendwo recht geben. Louisville ist halt Late-Game-Charakter. Das liegt einfach daran, dass ich die Mod Many-Spawns, diese Pillow-Mod benutze hier. Diese Many-Spawns, All-the-Spawns-Mod. Und die sorgt dafür, dass wir haben 2400 Möglichkeiten, wo wir spawnen können. Und das entscheide nicht ich, das entscheidet random der, das Game im Grunde genommen, wo wir denn rauskommen. Es ist auf jeden Fall noch alles offen, Leute, das heißt, wenn ich gebissen werden sollte, bin ich sowieso tot, ja. Heißt im Umkehrschluss, es kann durchaus sein, dass ich am anderen Arsch der Map spawne. Damit wollte ich spielen, um es eben einfach ein bisschen härter zu machen, ja. Und das ist jetzt einfach eben der Zufall. Der Zufall entscheidet jetzt wirklich, wo ich rauskomme. Und bis jetzt, muss ich sagen, dafür, dass wir jetzt zweimal draufgegangen sind, ich glaube, in keiner anderen Staffel bin ich mehr draufgegangen, als in dieser bis jetzt, das entscheidet ganz einfach, ja, das entscheidet der, Zombie? Nee, Baum, okay. Das entscheidet einfach der Zufall. Und da kann ich nichts machen. Wo bist du denn her? Fahr mal bitte hier hoch. Mal kurz die Gegend hier ableuchten. Ich hab echt Schiss, dass die Horde hier hochgelaufen kommt, die wir da nach unten gelockt haben. Ich würde auch ganz gerne mal gucken wollen, was die Herrschaften so treiben. So, mach mal bitte aus. Und dann als nächstes mach mal bitte den Geruchsmesser wieder an. Ich will wissen, was hier Phase ist. So, und dann checken wir gleich mal. Alle Türen sperren, Fenster öffnen. Nein, 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 nein. Jetzt ist das Fenster offen. Jetzt ist es zu. Okay. Insbesondere auf Sprinter achten. Aber ich meine, wir haben hier echt Krach gemacht. Ich gehe hier einfach... Pass mal auf, ich gehe einmal hier rum. Hier. Ah, ja, 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 ja. Ja, ja. Du hast auch noch ein Beil drinnen zu stecken, gefällt mir. Oh, komme ich eben da raus. Macht ja nichts. So, wie war das? Ein paar Mal umgucken. Und wenn es geht, möglichst leise das Ganze hier machen. Fickst du dich mal, Mann. Ja, Geruch stark, natürlich. Wir locken jetzt wieder welche an. Schauen jetzt einfach mal raus. Gucken mal unsere unmittelbare Umgebung an. Hier auch die Fenster sind alle rausgeschlagen. Ja, versucht ein Crawler verzweifelt Sound zu demolieren. Da oben. Da oben sind auf jeden Fall noch welche von denen. Genug von denen. Pass mal auf, wir sehen zu, dass wir den Loot, der hier drin ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier noch Äxte sind. Dass wir die rauskriegen. Habt ihr noch irgendwas Brauchbares dabei? Sieht... Oh, doch.
Her damit. Bevor wir die Scheiße hier abbauen und zerlegen. Hier gibt es viele Metallsachen. Ich könnte eine Feuerwehrhose, die nimm mal bitte auch mit. Lange Socken für den Winter. Auch nicht verkehrt. Hier, das meinte ich, darauf habe ich nämlich spekuliert, dass wir hier noch Äxte haben. Ja, ein Schraubenzieher auf dem Boden. Ersatzmotorteile. WD-40 auf jeden Fall, die Luftpumpe und alles andere raus. Das haben wir alles schon. Den Müllsack, den schnappt ihr mal. Das können wir alles abbauen, Leute. Das können wir echt alles abbauen. Kleber. So, wir sollten auch die Bude sichern. Fällt mir mal jetzt gerade mal so ein. Gehen wir einfach mal nach oben. Sieht sehr gut aus. Scheiße, Alter. Ja, Leute, ich habe eine Mod drin. Scheiße. Ich kann jetzt theoretisch sehen, ich kann jetzt klettern. Ich muss noch mal gucken, wie genau diese Mod heißt. Ich glaube, das war das mit den Seilen. Mit den Ropes. Ich glaube, das war die Rope-Mod. Scheiße, habe ich ganz vergessen. Ja, hilft nichts. Heilungsboost. Stimmt, ey. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Frische Orange. Ab damit, ab in den Mund. Mit Schale, ab in den Mund. Scheiße, ey. Völlig vergessen, ey. Hier, frisch gefrorene Eiscreme. Her damit. Essen wir uns auf jeden Fall satt. Bin mal gespannt, wann der Strom ausgeht. Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. So, pass auf. Dann verschaffen wir uns noch ein letztes Mal nochmal einen Überblick. Ich will jetzt hier endlich anfangen. Dass wir wirklich nicht gestört werden bei unserem Vorhaben. Ha, der hat es tatsächlich nach draußen geschafft. Ne, den müssen wir ausknipsen. Der ist sonst ist der hier. Oder kommt der da durch? Frag für einen Freund. Ne, der kommt da nicht durch. Ja, super, super, super. Pass auf. Den gehen wir da jetzt rein. Und erledigen unseren Job. Hier. Das ganze Zeug, alles, was hier in den Spinden... Oh doch, der kommt. Ach, scheiße, er kommt doch. Hat sich's doch anders überlegt. Ja, den Penner, den müssen wir ausknipsen. Hilft ja nichts. Schön auf leisen Sohlen, das Ganze. Ich sehe dich. Da kommt nichts, von da auch nicht. Komm mal hier rüber. Oh, der hat ein Magazin dabei. Ein Benzinkanister. Einen vollen Benzinkanister hat er dabei. Kann ich definitiv nicht nein sagen. Hat aber nichts angelockt. Okay, okay. Hoffentlich furzt unser Charakter jetzt so nicht, weil der mich abbauen. Her damit. So, sieh zu. Nein, du sollst, genau, das meinte ich. Das sollst du abbauen. Es dauert jetzt ein bisschen. Okay. Immer wieder gucken. Wenn ich doch Besuch bekomme. Weiter geht's. Ja. Nee, das Ding auch. Wenn wir es abbauen können. Nee, oh, die Teile können wir nicht abbauen. Okay, gut zu wissen. Das ist ein normales Regal. Was ist mit dem Mülleimer? Abbauen. Die Spüle können wir abbauen.
Alter. Nee, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Schnapp dir mal... Ach, Scheiße, Alter. Wir haben hier nicht eine ruhige Minute, ey. Das ist ja doll, ey. Ja, diese Einstellungen, ich sag's immer wieder, die sind sehr, sehr, sehr prekär, was ich hier habe. Das ist zum Teil auch echt zermürbend. Weil ihr seht ja selber, wir kriegen hier ständig Besuch. Irgendwas ist immer, irgendeiner verirrt sich immer irgendwie in unsere Richtung. Hau ihn tot, Mann. Ey, das ist... Nee, wir müssen das ruhig machen. Wir müssen das wirklich ruhig machen. Ist ja irre, ey. Ja, rauch eine. Und Leute, ich habe mich echt geärgert. Ich rede jetzt aber nicht von Zomboid, sondern es geht um eine ganz andere Nummer. Und ich denke mal, einigen von euch wird es genauso gehen. Und... Was sind da noch Sachen? Ach so, doch. Die Regale, ja, ist klar. Einigen von euch wird es genauso gehen. Und zwar geärgert jetzt in dem Punkt... Alter! Ich kann nicht quatschen, Leute. Ich kann hier echt nicht quatschen. Krass, Mann. Wo kommt der denn schon wieder her? Oh, jetzt reicht's mir aber. Jetzt will ich's aber wissen, ey. Oh, der hat Bourbon dabei. Reis auch. Geärgert in dem Punkt, ich sag nur Stichwort The Day Before. Was anderes sag ich nicht. The Day Before. Das Spiel war ja dermaßen fake. Muss ich ja einfach mal so sagen. Und vor allem, ich glaube, es ging ja nicht nur mir so, es ging ja auch vielen anderen auch so. Wir sind alle schön auf diese Masche reingefallen. Haben uns einfach mal blenden lassen. Haben uns wirklich blenden lassen. Von dieser super Grafik, von diesem super Zombie, in Anführungsstrichen, super Zombie Survival Game. In dicken, dicken, dicken Anführungsstrichen, muss man dazu sagen. Was für ein Scheiß, sag ich nur. Was für ein Scheiß. Ich hab's mittlerweile, ich hab's umtauschen können. Ein Glück auch. Ich war erst so weit und hab gesagt, ach komm, gib dem Spiel doch eine Chance und all solche. Also ich wollte ja schon fast auf diesen Zug auch mit aufspringen, so nach dem Motto, ach komm, das wird schon irgendwie werden. Gib dem Game eine Chance. Aber no way, ey. No way. Was für ein Fake. Was für ein Fake. So, kann ich jetzt arbeiten, bitte? Bin auch echt, ehrlich gesagt, echt froh darüber, dass ich das Game wieder abgeben konnte. Mir mein Geld quasi zurückholen konnte. Oder werden die von dem Schweißergeräusch jetzt hier, von dem Zerlöten jetzt so dermaßen angelockt? Unbrauchbare Materialien haben wir hergestellt. Hat er sich die eingesteckt oder so? Scheiße. Ein Treiber ist verfügbar, steht hier gerade. Jetzt verschwindet es. Okay. Hoffe, das sieht man jetzt nicht auf der Aufnahme. Mach dich mal bitte leichter. Keine Lust hier überladen, umherzulaufen. Nee, Leute, da sind wir ja alle Mann, da sind wir alle Mann schön reingefallen. Ist einfach mal so. Die Kukri-Machete wahrscheinlich, wa? Ja. Da sind wir alle schön reingefallen. Was für ein Fake, ey. Ich bin original, wenn ich andere... Ich habe anderen YouTubern, größeren YouTubern dabei zugeguckt, wie sie versucht haben, krampfhaft auf die Server zu kommen.
Bei einigen hat es sogar eine halbe Stunde oder so gedauert. Ich weiß nicht, wie lange es bei euch gedauert hat. Jedenfalls, das war der nackte Wahnsinn, weil andere kriegt dazu nicht sagen. Was für eine Scheiße. Primär ausrüsten. Können wir die Scheiße nicht zerlegen? Scheiße. Warum nicht? Warum können wir die nicht zerlegen? Geh mal bitte auf den Lötkolben. Ach, hier nachfüllen wahrscheinlich. Primär ausrüsten. Scheiße, ich kann das nicht abbauen. Warum? Luftgebläse, Mülleimer, okay. Wahrscheinlich müssen wir mehr leveln. Vielleicht liegt es daran. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Dass wir erstmal so ein paar grundlegende Sachen mit dem, mit der Geschichte hier machen müssen. In Sachen Metallbearbeitung. Wie gesagt, mein Hauptschwerpunkt war nach wie vor immer, sagen wir schnell, Carpentry, also Tischlerei. Und hab das andere alles irgendwie schleifen lassen immer. Ja, den können wir zerlöten. Das Ganze jetzt mit The Day Before war mir eigentlich ehrlich gesagt auch irgendwo wieder eine Lehre gewesen. Eine Lehre in dem Punkt, ich war von Dying Light 2. Von Dying Light 2 war ich enttäuscht. Das Game war ja mal null mit Dying Light 1 zu vergleichen. Nicht im geringsten. Dying Light 1 war um Lichtjahre besser gewesen, muss ich einfach mal so sagen. Ach, den können wir abbauen, oder wie? Ich spule jetzt einfach nicht vor. Ihr seht ja selber, was hier passiert. Oder passiert ist vielmehr. Hier ist ein großer Wanderrucksack noch drin. Ab damit auf dem Boden. Die Scheiße können wir tatsächlich zerlegen. Okay. Dann räumen wir erstmal alles raus, würde ich sagen. Machen hier alles leer. Zerlegen dann die ganze Scheiße einfach mal. So, raus damit. Dieser Prozess ist hier vielleicht. Oh, ja, da kann ich nicht nein sagen. Dieser Prozess jetzt hier ist wahrscheinlich nicht. Blauer Wandschrank. Ach, das können wir jetzt. Wie jetzt? Das können wir auch nicht zerlegen. Frisst das so viel Energie oder was tut das? Ich muss hier einmal mal in die Halle, damit ich sehen kann, wer hier kommt und wer hier geht. Selber so ein bisschen Premiere für mich hier. Wenn ich mich so ein bisschen unbeholfen jetzt hier anstelle, tut mir das echt leid. Also es ist alles so ein bisschen so ein kleiner Lerneffekt auch. Kleiner Lerneffekt schwingt hier immer ein bisschen mit bei so einem, gerade bei diesem Let's Play finde ich so ein bisschen. Deswegen, ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Muss ich einfach mal so sagen. Ach, deswegen wahrscheinlich. Deswegen konnten wir die Scheiße nicht abbauen, weil hier noch was drin war. Ah. Okay, alles gut. Ja. Level up. Geil. Schön. Weiter geht's.
muss hier pausenlos um die Ecke gucken, weil ich habe echt Panik gerade so ein bisschen, ey. Okay, weiter geht's. Ja, man muss sich eben für bestimmte Sachen, muss man sich einfach mal Zeit lassen. Ist einfach so. Wir schwitzen. Abbauen. Und wir sind wieder hart überladen, so ein bisschen. Und wieder raus, wieder gucken, ob von da nichts kommt. Sieht auch gut aus. Wir verbringen wir einfach mal einen ganzen Tag hier. Kann ja auch nicht schaden. Das kommt uns auf jeden Fall alles zugute. Wenn wir mit Metallbearbeitung richtig gut gelevelt haben, kommt uns das echt zugute. Darfst du auch nicht vergessen. Sauber. Das war jetzt eben mutig. Jetzt hier ein Sprinter reingelaufen kommt, sind wir sowas von dran. Und dann kriegt ihr wahrscheinlich auch noch die Chance, dass wir wahrscheinlich am anderen Arsch der Map spawnen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dieses Gameplay jetzt hier, das hat auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen Try and Error. Muss ich einfach mal so sagen. Ich möchte auch einfach mal auch ein bisschen daran teilhaben lassen. Wie gesagt, ich habe die Löffel, natürlich. Ich habe die Löffel auch nicht mit Weisheit gefressen. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, meine ich. Ja, an dem ganzen Entstehungsprozess eigentlich, an sich auch. Entstehungsprozess, ja, durch Try and Error zum Teil auch, ne? Durch Versuch und Irrtum, dass man hier einfach, dass man in dem Game nach wie vor, wie gesagt, ich stehe jetzt unmittelbar vor 1000 Stunden, habe Metallbearbeitung so gut wie noch nie in Angriff genommen, muss ich einfach mal so sagen, auch. Ja, scheiße, jetzt hat er gefurzt. Ich verziehe mich in die Karre. Ich würde gerne noch ein zweites Level abhaben wollen, aber ich will erstmal sehen, wie viel das jetzt ausgemacht haben. Oh, wir stehen kurz davor. Gefällt mir. Könnte man, glaube ich, theoretisch ab Level 2, müsste doch eigentlich so wie bei ähnlich wie bei Carpentry sein, dass du dir einfach mal Metallkisten aufbauen kannst, oder? Hier kommt nichts. Hier kommt rein gar nichts. Okay. Geruch extrem. Komm schon, Mann, Alter. Lass mich das noch zu Ende bringen hier. Wo wir wieder beim Thema sind. Beim Thema gierig sein. Spul jetzt nicht vor, weil er gefurzt hat und die Zombies das wittern können. Sack Sprinter hier reingelaufen, kommen sind wir dran. Da. Das meinte ich, genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Wie, ich sehe zu, dass ich das weiter suche. Ich hab's nicht umsonst gesagt, Leute. Ich hab's echt nicht umsonst gesagt. Ja, da kommen die nächsten. Aber alles keine Sprinter, Leute. Alles keine Sprinter. Alles gut. Rüste dich mit der Machete des Todes aus. Primär ausrüsten. Lass den Motor laufen. Mit denen wären wir fertig. Das sind normale, schnelle Schlürfer. Kommt da jetzt noch was? Ja, ja. Das könnten Sprinter sein. Dieses Geschleiche, ey. Dieses scheiß Geschleiche von denen, ey. Mir so auf den Zünder. Das ist bestimmt die Horde von vorhin. Von da oben. Die jetzt so langsam ihren Weg hierher findet.
Okay, wir müssen nicht schnell verduften, alles gut. Ich bin am Überlegen, gerade noch Carpentry mitzunehmen. Schon mal dabei sind. Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Allerdings müssen wir auch echt zusehen, weil es wird super schnell dunkel. Hier ist nichts weiter nach unten gekommen. Sehr gut, sehr gut. Wir passen mal auf, wir fangen oben an. Können wir die Scheiße eigentlich auch zerlegen hier? Nee, schade. Können wir leider nicht. Können wir nur so zerstören. Den wir dagegen holzen, wie so eine Gaskranken. Ist hier noch eine Metall... Oh, eine Metallplatte ist hier drin. Die hätte ich gerne. Unbrauchbares Material. Metall. Nicht Material. Metall. Sowas haben wir hier nicht drin, ne? Nee, dazu müssten wir das aufheben. Okay. Pass mal auf. Wir fangen hier drinnen an, zerlegen die Betten. Abbauen, Krankenhausbett. Wir können jetzt zur Not immer noch aus dem Fenster springen. Das ist nur der erste Stock. Das geht schon voll klar. Ja. Wir kriegen Gesellschaft unten. Unten klopft's. Wie viel fehlt mir noch bis zum Level Up? Oh, da fehlt mir echt noch ein bisschen. Hört sich an, als wenn es nur einer ist. Rüste dich bitte mit der Kukri aus. Primär ausrüsten. Ja, hilft nichts. Runter. Kämpfen. Zwei. Frage. Ach Gott. Drei. Was seid ihr für welche? Ja, ich könnte wetten, das ist die Horde von oben. Wo ist der jetzt hingelatscht? Ist der jetzt da... Ich wollte sagen, ist der jetzt da reingelatscht? Nein. Sauber. Muss mir einen weiteren Überblick verschaffen hier über die Lage. Dass wir doch noch hier überrascht werden. Das Ganze wieder in so einer Art Katz-und-Maus-Spiel endet. Er ist ein schneller Schlürfer. Gut. Alles gut. Sauber. Ich würde jetzt hier auch gerne ungern abhauen wollen, ey. Meine Fresse, Alter. Wo die alle herkommen, ey. Wir könnten nochmal bei Gelegenheit hier diesen LKW mal überprüfen. Ich glaube, das werde ich gleich zum Schluss machen, wenn wir hier fertig sind. Du denkst, hier ist nichts. Hier ist, das ist so friedlich hier. Hier ist gar nichts gerade. Aber du wirst jedes Mal eines Besseren belehrt. Finde ich schon ein bisschen übel, muss ich einfach mal so sagen. Oder gucken wir nicht richtig? Ich weiß es nicht. Die Bäume sind hier auch im Weg. Alles gut, Leute, alles gut. Gut, darf ich jetzt weitermachen? Abbauen. Großer, einfacher Tisch. Lassen wir uns auch Zeit. Komm, was soll's? Mhm. Kleiderablage können wir anscheinend nicht abbauen. Warum auch immer. Hier ist doch gar nicht drauf, oder? Das ist dann einfach nur Deko. Aber irgendwie müssen wir die doch abbauen können. Na, egal. Wir haben hier noch andere Sachen drin, die wir abbauen können. Hier, so eine Geschichte hier. Auch nicht. Ach, wir brauchen eine Säge, ich Idiot. Nee, dann hat sich das erledigt. Dann hat sich's erledigt. Aber keine Säge hier. Ach komm, ey. Kriegst du halt den Zimmermannshammer des Todes über den Schädel gebraten. Ich will das jetzt noch fertig haben, ey. Komm. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Was macht die Sache gerade nicht besser hier? 20:20 Uhr haben wir. Scheiße, nur eins.
Wir haben auch, warum sind wir so scheiße überladen? Wegen den Lötkolben wahrscheinlich. Schraubenzieher mal wegpacken. Die eine Flasche, die packen wir bitte hier rein. Sauber. Und den Hammer. Den Hammer hauen wir bitte auch hier rein. Können wir immer noch rausholen. Gut, dann kommt es wieder anders als gedacht. Nice, den können wir uns klar machen, Leute. Den können wir uns klar machen. Das machen wir auch. Schließe ich gleich mal kurz. Oder haben wir einen Schlüssel hier? Nein, haben wir nicht. Sauber. Das ist jetzt unser LKW. Fenster öffnen. Nee, sperren wollen wir nicht. Der ist offen. Umso besser für uns. Den können wir echt nutzen. Gefällt mir. Pass mal auf. Geh mal bitte. Da steht schon der erste. Geh mal bitte hier in das Toolgeschäft rein. Der bleibt aber auch stehen, der Dödel. Umso besser. Ja, ja, der soll da stehen bleiben. Vielleicht finden wir hier noch eine Säge, wollte ich gerade sagen. Irgendwo noch. Ein Fäustel. Hake. Alter, ey. Ich glaube, die Gartensäge war in den Regalen, oder? Ja, da ist eine Säge. Einmal mitnehmen. Dass ich hier irgendwas übersehen habe. Nee, anscheinend nicht. Gut. Scheiß drauf. Hier sind auch noch Metallregale. Tja. So ein Fotzkopf. Alter, dass die von da kommen, mir fallen. Ja, die fällt mir gar nicht. So einzelne. Die kommen echt von der Wiese. Dreck, ey. Das wird langsam echt hier heiße. Dass die von der Wiese kommen, das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. So rein, ab nach oben. So, wenn jetzt von hier irgendwas kommt, zerleg mal bitte. Ja, jetzt können wir arbeiten. Jetzt sehen wir ja, ob von da was kommt. Ich spule jetzt auch nicht vor, Leute. Ich spule nicht vor. Dieses Let's Play jetzt hier ist wahrscheinlich nicht so spannend. Aber es muss sein. Es muss einfach sein. Sonst kommen wir hier echt nicht voran. Die Betten, die haben wir abgebaut. Okay. Hier, die Couch. Abbauen. Wanduhren könnt ihr auch zerlegen. Fernsehgeräte könnt ihr zerlegen. Da levelt ihr Elektrotechnik mit. Mikrowellen, glaube ich, auch. Es geht alles schon voll klar. Müssen wir auch in Angriff nehmen. Ich will, dass unser Charakter so gut, ja, eigentlich von allem mal so ein bisschen was weiß. Kann ja eigentlich nicht schaden. Komm, wir stellen uns mal hier hin. Dass wir auch alles schön im Blick haben, wenn da von da irgendwas reingelaufen kommt. Alles schön zerlegen hier. Scheiße. Ja, doppelt bemoppelt. Damit. Auf Elektrotechnik haben wir noch keinen Boost drauf, deswegen lasse ich den Fernseher hier auch stehen. Könnte das theoretisch sehen alles abbauen. Und Leute, zur Not können wir auch noch zur Mall.
Die Mall ist ja eigentlich so gut wie leer. Da wir ja gleich zu Beginn in der Mall gespawnt sind. Ganz, ganz, ganz zu Anfang mit unserem allerersten Charakter. Da, wie viel habe ich da jetzt noch? Komm. Ach, nicht Map. Ne, ich glaube, das schaffe ich. Nee, das schaffe ich in der Folge nicht mehr. Schade. Nee, das wird nichts mehr, Leute. Schade eigentlich. Ja, dann pass auf, dann steig ein. Hab's gedacht, ich schaff's noch, aber nein, leider nicht. Ja, dann fahren wir einfach weiter, fahren wir einfach nach Hause. Es ist auch, außerdem ist es auch ganz schön spät. Alles gut. Wir haben zwei Level-Ups haben wir erhalten durch auf Metallbearbeitung und das ist auf jeden Fall schon mal was. Damit Scheiße, Alter, die Karre hier steht, nervt mich auch. Haben zwei Level-Ups auf Metallbearbeitung bekommen. Eigentlich sind wir echt gut dran. Können wahrscheinlich in der nächsten Folge, würde ich gerne ganz noch gerne hier reinfahren wollen, ins Nachbargebiet. Und da vielleicht noch ein bisschen leveln, wo wir das letzte Mal Katz und Maus gespielt haben. Hier vorne in den Anfangshäusern auf jeden Fall. Dass wir hier noch ein bisschen was rausziehen können. So, wir bleiben hier stehen. Machen Motor aus. Denk mal, so ganz so müde ist er noch nicht. Denk mal, ich lasse ihn noch ein bisschen Sport treiben. Oder warte mal, ich glaube, wir können auch leveln, indem wir Bäume fällen und zersägen. Das dürfte, glaube ich, auch funktionieren. Wir können das ja mal probieren. Wir haben ja hier, wir haben hier zwei Äxte da. Pass auf, dann machst du einfach das Holz, das lassen wir einfach hier liegen. Da haben wir auf jeden Fall was. Ganz so müde ist er noch nicht, aber wir stehen unmittelbar davor. Also, warum nicht? Why not? Hier hinten. Oh, einfach mal ein bisschen was kaputt hier. Baumfällen. Was wir haben, haben wir. Er ist auf jeden Fall produktiv, das sei schon mal gesagt. Ja, ich weiß, es ist mega dunkel gerade. Setz dich mal bitte auf den Boden. Ruh dich mal kurz aus. Sauber. Dann zersägst du mir jetzt die Baumstämme. Zersägen alles. Hier auch. Zersägen alles. Gucken mal, ob das was macht. Ja, doch. Das macht tatsächlich was. Alles. Natürlich mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Dürfte natürlich auch sein. Was haben wir hier noch? Bretter, Baumstämme 2. Zersägen, alles. Gib ihn. Hier auch. Vielleicht können wir Glück haben und das tatsächlich noch schaffen. Geht die Folge halt mal ein bisschen länger. Ich weiß nämlich ganz genau, dass der ein oder andere auf jeden Fall kein Problem damit hat, dass alles mal ein bisschen länger geht als nur eine halbe Stunde. Obwohl ich finde, dass das ja ganz schön, dass das zum Teil ja auch schon ganz schön heftig ist. Zumindest für den einen oder anderen. Wenn du so Let's Plays gewöhnt bist, wo du halt nur, diese 20 Minuten Let's Plays, dass du dir das eben reinziehst. Aber wir müssen mit dem leben, mit dem, was wir hier haben. Hier sind viele Bäume. Wenn eine Axt kaputt geht, scheiß drauf, wir haben Holz.
Nichts ist hier umsonst. So, wir haben jetzt 10 Baumstämme. Komm, Level up, Level up. Alles. Reicht immer noch nicht. Wir sind mega im Arsch. Mega müde wahrscheinlich auch. Alles, gib ihm. Ja, aber sowas gehört ehrlich gesagt auch zu Zomboid dazu. Das muss man einfach mal ehrlichkeitshalber sagen. Das ist einfach nicht nur umherlaufen und rumballern, sondern es ist wirklich irgendwo auch organisiert vorgehen. Und ja. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Nee, mein Charakter ist hundemüde. Ich kann noch nicht mal mehr sprinten. Alles. Ja, schade. Oh Mann, immer dieser Fützel, ey. Dieses bisschen immer nur, ey. Zum Kotzen. Aber gut. Scheiß drauf, Leute. Ich sehe zu, dass ich jetzt ins Bett komme mit meinem Charakter. Der ist hundemüde, der ist im Arsch. Und Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Gucken einfach mal, dass unsere Holzfäller-Aktion nicht ungebetene Gäste eingeladen hat. Schauen doch einfach mal nach. Nö. Nö, alles gut. Alles gut. Da hinten sind auch noch Baumstämme, die können wir auch noch zersägen. Alles gut. Wie dem auch sei, Leute, ich wünsche euch ein knuspriges Wochenende. Ist mal wieder soweit. Ja. Tut, worauf ihr Bock habt. Macht das, worauf ihr Lust habt. Habt Spaß. Habt Spaß am Leben. Ich darf dieses Wochenende wieder arbeiten. Ja, Pech halt. Aber was willst du machen? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bevor ich hier noch dusselige Zeug laber. Wie gesagt, ich wünsche euch allen ein angenehmes und schönes Wochenende. Erholt euch schön, habt Spaß am Leben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber. Und vor allem, Leute, bleibt am Leben. Wir sehen uns. Ciao, ciao.